Graz liegt einer der drei großen Werksbereiche der Steyr Daimler Puch AG auf 700.000 Quadratmeter Werksgelände mit einer Produktionsfläche von 160.000 Quadratmeter arbeiten mehr als 5.000 Ingenieure, Facharbeiter und Fachkräfte. Dieses Werk ist die Produktionsstätte des Steyr Puch Haflinger. Der Steyr Puch Haflinger ist ein allradgetriebener, leichter Geländewagen. Infolge seiner geringen Abmessungen, seiner voneinander unabhängig aufgehängten Räder, die sich jedem Gelände anpassen, kann er abseits jeder Transportstraße gefahren werden. Seine überlegene Geländegängigkeit, Robustheit und motorische Leistungsfähigkeit gestatten es, ihn dort einzusetzen, wo für Lastkraftwagen die Möglichkeit des Fahrens aufhört. Seine Hauptkennzeichen sind 22 PS Dauerleistung, Allradantrieb, Eigengewicht 580 Kilogramm, Tragkraft 400 Kilogramm, maximale Steigfähigkeit 65%, maximale Geschwindigkeit 64 Kilometer pro Stunde, Zapfwelle für Zusatzaggregate. Nach Lösen der Benzinleitung und der elektrischen Verbindungen und nach Entfernen von 4 Muttern kann der Motor innerhalb 15 Minuten mühelos ausgebaut werden. Er ist ein luftgekühlter 2-Zylinder 4-Takt-Boxermotor mit 22 PS Dauerleistung bei 4500 Umdrehungen in der Minute. Sein Hubvolumen beträgt 643 Kubikzentimeter. Alle seine Bauteile sind für eine hohe Leistungsfähigkeit bei langer Lebensdauer ausgebildet. Seine geschmiedete Kurbelwelle ist im Nitrierverfahren gehärtet und dreifach im Bleibronzlagern gelagert. Ölkühler im Luftkühlstrom und der Ölfeinfilter im Hauptölstrom. Ein ruhig laufendes Axialgebläse sichert ausreichende Kühlung unter jeder Bedingung. Nach Trennung des Lenkgestänges und Lösung der Verbindungskabel kann man nach Entfernen von 4 Schrauben die vollständige Plattform abheben. Das Fahrwerk besteht zu einem Teil aus einem als Heckaggregat ausgebildeten Motorgetriebeblock mit angelenkten Schwingachsen. Die zweite Hauptgruppe ist das Vorderachstriebwerk, ebenfalls mit angelenkten Schwingachsen. Diese beiden Achsaggregate sind durch ein starkes Zentralrohr verbunden, in welchem die Antriebswelle läuft. Das Vierganggetriebe ist in allen Gängen sperrsynchronisiert. Kräftige Querträger tragen den Aufbau. Schraubenfedern, Gummihohlfedern und Stoßdämpfer der Schwingachsen stützen sich an den Querträgern ab. Das gesamte Fahrwerk bildet eine geschlossene Einheit, welche alle Reaktionskraft in sich aufnimmt und damit den Aufbau entlastet. Das ist die Grundausführung des Haflinger. Auf Wunsch können auf der Plattform 2 weitere versenkbare Sitze angebracht werden. Die Plattform lässt verschiedene Ausführungen zu. Kurzes Fahrerhaus mit Planenverdeck und Blechbordwänden. Großes Planenverdeck mit 4 Planentüren. In dreijähriger Entwicklungs- und Erprobungszeit wurden viele Zehntausende Kilometer in schwerstem Gelände gefahren. Gebirgsfahrten in den österreichischen Alpen und anderen europäischen Ländern sowie in tropischen Gebieten und in den Hochgebirgsregionen von Südamerika brachten jene Erfahrungen, welche nunmehr in vollem Maße in der Serienausführung verkörpert werden. Besondere konstruktive Vorkehrungen erlauben es auch, längere Strecken im Wasser ohne Betriebsstörung zu fahren, wobei die Wassertiefe 50 cm betragen kann.
Das Befahren der Flussgerinne mit ihren steilen Böschungswinkeln macht trotz des losen Gerölls keine Schwierigkeiten. Solche Strecken sind in diesem Zustand weder durch tierischen Zug noch vom Traktor zu bewältigen. An dieser Stelle ist nicht nur die Wendigkeit und die geringe Breite des Haflinger von Bedeutung, sondern vor allem auch der niedrige, spezifische Auflagedruck der Räder, welcher verhindert, dass das Fahrzeug zu tief einsinkt. Nach schweren Regengüssen waren diese Waldwege bis nahezu 40 cm tief aufgeweicht und mit Lehm, Schlamm und Schlick bedeckt. Hier sind Differentialsperren vorne und hinten sowie Vierradantrieb unentbehrlich. Kann der Fahrer blitzartig und ohne auszukuppeln den Vorderradantrieb und die Differentialsperren betätigen. Damit wird der Antrieb von allen vier Rädern bewerkstelligt. Der Haflinger kann es sich erlauben, immer den kürzesten Weg zu nehmen. Der kurze Radstand und der große Einschlagwinkel der Vorderräder geben ihm eine bei anderen Fahrzeugen unbekannte Wendigkeit in Spitzkehren. Der Haflinger hat seine Bewährung im Winterbetrieb bei minus 20 Grad Celsius genauso erbracht wie in den tropischen Gebirgsgegenden bei über 40 Grad Celsius im Schatten. Das Axialgebläse sorgt auch bei stundenlangem Fahren im ersten Gang auf den Steigungen für eine einwandfreie Kühlung, unabhängig von der Fahrgeschwindigkeit. Ein Karrenweg von 60% Steigung ist für einen vollbelasteten Haflinger kein Problem, da im Notfall der Allradantrieb eingeschaltet wird und im Extremfall die Differentialsperren. Diese zwei Fahrzeuge sind unterwegs, um einen 2000 Meter hohen Berg in den österreichischen Alpen zu befahren. Geröll in jeder Größe mit geschichteten Felspartien bereitet keine Schwierigkeiten. Jetzt zeigt sich auch der Vorteil der unabhängig aufgehängten Räder. Alle vier Räder bleiben mit der Fahrbahn in Kontakt und alle vier Räder bringen infolge des Allradantriebes die Kraft gleichmäßig auf den Boden. Trotz seiner Schrägneigung bis zu 40% ist die Fahrsicherheit in keiner Weise beeinflusst. Diese vorzügliche Bodenhaftung wird durch die Kombination des Federungssystems mit den doppelt wirkenden hydraulischen Stoßdämpfern gewährleistet, welche ein Springen des Wagens absolut verhindern.
Der Haflinger erfüllt Aufgaben, die bisher motorisch überhaupt noch nicht bewältigt werden konnten und dem langsamen Tragtier vorbehalten waren. Wieder eine Steigung von fast 60%. Prozent. 300 Meter tief ist dieser Abgrund. Der Haflinger vollführt die gefährliche Traversierung dieses schmalen Gebirgspfades, welcher für andere Motorfahrzeuge unzugänglich ist, mit Sicherheit. Das Fahrzeug wird von seinem Fahrer über Felsblöcke gesteuert und bleibt dank seiner ausgezeichneten Bodenhaftung mit Sicherheit in der Spur. In der Klasse kleiner, geländegängiger Kombinationsfahrzeuge ist dieses Gefährt eine besondere Lösung. Es schließt eine Lücke im heutigen Transportwesen. Seine Anwendungsgebiete liegen überall dort, wo man von der Straße weg im Gelände, im Gebirge, in Sand, Schlamm und so weiter Transportaufgaben bewältigen muss. Alpine, zügig ansteigende Bergwiesen, glattes Gras, weicher, lockerer Moorboden, leichtes Geröll, wie der Untergrund auch sein mag. Ohne Auflegen von Schneeketten bewältigt er mit seinen Geländereifen die Fahrstrecke. Er nimmt diese Steigung von über 60% bei voller Belastung und vor allem mit voller Sicherheit. Die Geländereifen eignen sich gleich gut für die Straßenfahrt. Dieser Almenboden ist eine interessante Probe. Mulden bis zu 50 cm Tiefe. Die Einzelarbeit aller vier Räder ist besonders schön zu sehen. Gut zu beobachten ist die außerordentlich stabilisierende Wirkung der Schwingachsen im Zusammenhang mit dem Federungs- und Dämpfungssystem. Diese Aufnahme zeigt klar, wie ruhig und sicher in der Spur das Fahrzeug trotz flotter Fahrt bleibt. Der Fahrkomfort für die Insassen gleicht dem eines Personenwagens. Das Durchfahren von kurzen Graben mit steilen Böschungen wird aufgrund der großen Böschungswinkel des Wagens ermöglicht. Der Haflinger dient vielen Zwecken. Einer davon